Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Heute dreht sich alles um die Rampenlichtstunde und ums neue Kumpel-Event. Aber ich zeige euch noch ein Shiny Voltilam in diesem Video, was ich noch zum Oster-Event bekommen habe, was ich jetzt erst euch zeigen konnte, weil ein einzelnes Shiny für ein Video macht keinen Sinn. Aber ich hoffe, euch gefällt dieses Video heute auch wieder. Dürft natürlich gerne wieder kommentieren, wie es bei euch gelaufen ist. Wie viele Shinies ihr bekommen habt aus der Rampenlichtstunde, wie viele Shinies ihr jetzt schon aus dem Kumpel-Event bekommen habt. Und ja, hier zeige ich euch natürlich meinen Forschungsdurchbruch. Der kommt trotzdem als Videodatei dazu. Ist nichts Interessantes. Ist das vorletzte Alola Kokowai, soweit ich weiß. Nächste Woche kriege ich schon meins und dann kann ich wieder gucken und durchstarten, wenn was Gutes kommt. Ansonsten bleibt es erstmal dabei, dass wir dann dienstags, wenn Rampenlichtstunde war, ich mittwochs ein Video hochlache mit den Highlights der Woche. Und ja, da gehört natürlich auch der Forschungsdurchbruch dazu. Leider war dieses Kokowai nicht so gut. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in meinem Livestream war oder im Livestream von Melanie war, gelesen, dass irgendeiner ein Shiny Alola Kokowai bekommen hat. Ja, ich hatte auch schon eins, hab's aber, weil es schlecht war, vertauscht. Und hier ist das angesprochene Shiny Voltilam. Habt ihr da ein Shiny bekommen? Ich habe ja gejagt und gejagt und gejagt und hatte kein Glück, nur das Shiny Voltilam. Leider nicht so gut wie erhofft. Und natürlich zeige ich euch jetzt auch noch ein paar PvP-Kämpfe. Leider bin ich in der Meisterliga immer so, dass ich maximal 3 Siege statt 4 Siege jetzt schaffe. Deswegen gibt es nur 2 Pokémon-Begegnungen seit dem letzten Livestream. Aber ich denke mal, also für euch morgen am Donnerstag, wird es dann auch so sein, dass ich dann wieder mit euch PvP live mache, meine täglichen Kämpfe. Und ich habe halt 2-mal Demeritos bekommen. Und es ist ein nerviges Pokémon. Hier ist er zum Glück mit Critically Kill Catch drin geblieben, denn der ist nervig, der frisst Bälle und ich habe auch keinen besseren, mein 98%iges ist immer noch das Beste, genau. Und da kommt dann die zweite Begegnung. Ansonsten habe ich euch noch ein paar Screenshots reingeschnitten von Snapshots, weil ich habe ziemlich häufig die Aufgabe bekommen, mache mit deinen Pflanzen-Pokémon Bilder, um halt Knills zu bekommen. Und da ich ja meistens alle Aufgaben, die man schnell einfach machen kann, für Erfahrungspunkte mitnehme, habe ich die mitgenommen. Und ja, deswegen könnt ihr gerne auch auf meinem Discord, wenn ihr schon da drauf seid, gerne mal eure coolsten Screens mit mir teilen. Und jetzt noch kurz zur Rampenlichtstunde. Ich habe natürlich kein Shiny Wing genau bekommen, aber dafür waren alle Wetter geboostet. Und 100%iges habe ich auch nicht bekommen. Deswegen, wie gesagt, schreibt gerne rein, wie es bei euch gelaufen ist. Und ja, am Ende des Videos gibt es noch den neuen Pokédex-Eintrag mit Illumise und noch ein neues Shiny, was ich zwar schon hatte, aber das war halt random, was ich bekommen habe. Und genau, wie gesagt, wurden genau alle Wetter geboostet, kein gutes, kein Shiny. Hoffe, bei euch ist es besser gelaufen. Und hier die Bilder, wie angesprochen. Ich habe halt versucht, die Pokémon, mit denen ich die Aufgaben gemacht habe, schön ins Licht zu stellen, dass es schön aussieht. Zum Beispiel hier ein Shiny Endivier vor einem Baum. Also, ja, dass es wenigstens cool aussieht, dass ich auch fürs Video verwenden kann. Oder hier zum Beispiel ein Paras am grünen Streifen, an dem Straßenrand. Und so, damit es halt, ja, schön aussieht. Da wachsen Pilze am Straßenrand. Und ja, und man sieht, es ist nichts los im Moment. Aber es bleibt trotzdem noch safe wegen Corona, deswegen, das wünsche ich euch natürlich, dass keiner krank wird. Hier ein Tropius, was gerade über den Zebrastreifen gelaufen ist, auch wunderschön. Habe ich damals getauscht, ist ja ein regionales Pokémon, aber ich denke mal, irgendwann kriegen wir auch alle regionalen Pokémon, wenn es über Eier ist oder jetzt wie über das Kumpel-Event, jetzt Illumise. Und dann noch das letzte Bild, ein Hopspross vor einer Hecke. Und das gibt es gleich nochmal im zweiten Versuch, beziehungsweise das ist das gleiche Bild, nur da hat das gute Farbigel mich geprankt, weil der war auf dem Bild drauf. Das zeige ich euch dann auch gleich mal. Das wunderbare Bild, wie er sagt, hey, ich will mit aufs Bild. Den habe ich schon lange nicht mehr gefangen. Ich musste ja sehr viele Bilder machen und deswegen, ja, ein seltener Gast. Aber ja, habt ihr da schon die Medaille auf Gold? Lasst es mich wissen, ich habe noch gar nichts auf Gold von der Medaille, weil ich mache nicht so viele Snapshots. Ich weiß nicht, ob ihr mehr Bilder macht. Und ja, das war's dann mit den Bildern. Ich glaube, dann hatte ich die Aufgabe 4-mal bekommen in letzter Zeit. Und dann haben wir natürlich den neuen Pokédex-Eintrag. Und ich bin gespannt, ob ich dann euch nächste Woche in der nächsten Rampenstunde berichten kann, ob ich einen Shiny Taubsi bekommen habe, was mir noch fehlt. Und ob ich sonst noch irgendwelche coolen Fänge machen kann.
Ja, es gab zwar jetzt auch vermehrt entwickelte Spawns bei mir, aber die habe ich jetzt nicht reingeschnitten, weil die jetzt nicht interessant war, wenn ein Arbok oder ein Omot oder sowas gespawnt. Das habe ich am Anfang reingeschnitten, weil es halt am Anfang gut war, aber jetzt ist es halt nichts Krasses mehr. Und hier das angesprochene Shiny. Shiny Trasla, sehr schön. Freut mich. War leider kein gutes, aber es war random und es war cool. Und ja, mit dem wunderbaren Trasla verabschiede ich mich aus diesem kurzen Video. Hoffe, es hat euch heute mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier noch die Bewertung, wie gesagt, es war nicht gut und damit auf Wiedersehen.